Thomas Heinze ist bei mir. Thomas, heute Abend läuft ein Film mit dir auf Arte. Hast du es gesehen? Ich hab den Film natürlich schon gesehen, aber heute Abend nicht, bin ja hier. Ja, aber ich frage mich, wenn man jetzt so wie du so oft im Fernsehen zu sehen ist und so viele Filme gedreht hat, guckt man das dann noch gerne? Also guckt man sich gerne selber an und denkt sich, jetzt setz mich heute mit einem Glas Wein und mir auf die Couch? Nein, das würde ich jetzt zu Hause nicht machen, aber ich gucke mir den Film, den ich gedreht habe, schon gerne an. Das habe ich damals, das war ja ein Kinofilm, habe ich natürlich gemacht, als der offizielle Premiere hatte. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Häufiger muss ich den dann nicht sehen. Macht das stolz? Also wenn du dich so siehst, dann bist du dann so stolz auf dich? Bist du ein Mensch, der sagt, das habe ich gut gemacht? Oder tust du dich damit schwer? Nein, ich freue mich aber darüber, dass mein Bruder hat mir geschrieben, ich sehe dich gerade auf Arte und Freunde schreiben mir, irgendwie läufst du gerade auf Arte und ich gucke es mir an. Darüber freue ich mich, weil natürlich dreht man die Filme, damit Menschen die sehen und erst recht Freunde und Familienangehörige. Was steht als nächstes bei dir an? Wo können wir dich sehen? Ich drehe demnächst in Baden-Baden 4-5 Wochen lang einen Film, der heißt Die Firma dankt. Ist schwierig zu erzählen, worum es geht, weil es ein bisschen kafkaeske Geschichte ist, aber ganz spannendes Projekt mit einem super Regisseur Paul Harrater und ganz tollen Kollegen Ludwig Trepte, Nora van Weidstetten und Fabian Hinrichs. Und was an so einem Abend wie heute, jetzt bist du mit vielen Kollegen auch hier, so ein paar Sätze noch zur Top-Party und Elke Schumann hätte ich gerne von dir, so wie es dir hier gefällt und was du so mitnimmst von heute Abend. Ja, für mich ist es ja nicht das erste Mal, ich war ja vor ein paar Jahren schon hier, witzigerweise auch in dieser Location, die, wenn ich das richtig verstanden habe, ja eher jetzt quasi wieder eine Notlocation war, weil es so anders geplant war. Aber ich bin sehr dankbar, weil ich finde es eine ganz, ganz tolle Location. Und so hat man dann wieder so einen Wiederkommenseffekt. Also für mich ist es natürlich super, dass das hier stattfindet. Es ist ein toller Abend, der war letztes Mal schon toll. Nur heute Abend ist ganz besonders durch die Moderatorin Verona. Natürlich, Verona verleiht dem Ganzen sowas ganz Großes und Glamouröses. Und auch die Gäste, die da sind, Larissa, Shamin, Charivar und so weiter, alle ganz glamouröse Damen. Aber unsere Gastgeberin steht dem ja gar nichts nach und du siehst auch umwerfend aus. Oh, vielen Dank. An der Stelle beende ich das. Es kann nicht besser werden. Ich danke dir ganz herzlich fürs Interview. Ja, nicht zu danken. Gerne.